Sauerland bedeutet für mich Heimat. Hier leben die Menschen, die meinem Herzen am nächsten sind. Im Sauerland sind wir noch sehr naturverbunden. Und gerade jetzt im Lockdown sehe ich es als Geschenk an, hier leben zu dürfen. Das Sauerland bedeutet für mich Weite. Raum und Platz für alles und jeden und Platz, um alles zu tun, wonach mir ist. Und gleichzeitig bedeutet das Sauerland für mich eine Enge. Eine Enge und eine Engstirnigkeit von vielen Menschen, Dinge nur aus einer Perspektive zu betrachten. Das Panorama zu sehen, die Wälder, die Berge und zu wissen, hier darf ich ankommen und sein. Gleichzeitig ist es aber auch der Ort, der mich fortgehen ließ. Das Sauerland ist meine Heimat. Da treffe ich ganz viele tolle, engagierte, kreative Menschen und ich entdecke immer wieder Neues und Innovatives und es ist eingebettet einfach in die schönste Landschaft.
Hallo, ich bin Anna. Ich bin 15 Jahre und spiele seit 14 Jahren an der Freilichtbühne in Hertring Theater. Singe im Chor, fahre gern Inliner und Rollschuh, gehe in Arnsberg zur Schule, bin BVB-Fan und wohne in Bruchhausen. Das ist im Sauerland. Mein Tag beginnt um 6 Uhr morgens. Zuerst gehe ich frühstücken. Dann mache ich mich fertig und laufe mit meiner Schwester und meinen Freundinnen 20 Minuten zur Bushaltestelle. Dann steige ich in den Bus und fahre nochmal 30 Minuten nach Arnsberg zur Schule. Ich habe meist bis 12.45 Uhr Unterricht und fahre dann wieder mit dem Bus nach Hause. Dann esse ich etwas zu Mittag, erledige meine Hausaufgaben und dann habe ich endlich Freizeit. Das ist für mich die schönste Zeit am Tag, wenn ich endlich meine Zeit mit Hobbys und Freundinnen treffen füllen darf. Oft können wir uns gar nicht entscheiden, auf was wir Lust haben. Es gibt hier so viele Möglichkeiten. Wir können ins Kino, ins Schwimmbad, Eis essen, Inliner fahren, Theateraufführungen besuchen oder eine Cola trinken und einfach quatschen. Im Moment geht das natürlich alles nicht, wegen Corona. Jetzt bleibt kaum noch etwas, womit ich meine Freizeit füllen kann. Und das nervt total. Ich vermisse meine Freundinnen und auch die Leute von der Freilichtbühne. Ich kann fast nichts mehr unternehmen und mir ist so langweilig. Und doch bin ich dankbar, dass ich gerade jetzt zu so einer schwierigen Zeit hier im Sauerland lebe. Viele Kinder und Jugendliche, die jetzt in Großstädten leben, bleibt nichts anderes übrig, als in ihren Zimmern zu sitzen. Wir haben hier endlose Wälder und tolle Wege, auf denen ich Inliner fahren kann. Ich weiß, dass viele Jugendliche in meinem Alter oft meckern, dass es im Sauerland langweilig ist und wir hier nicht so viele Möglichkeiten haben. Ich sehe es anders. Wir sollten es viel mehr schätzen, was wir hier trotz Corona noch für Freiheiten und Möglichkeiten haben. Liebes Publikum, ich habe zurzeit sehr, sehr großes Kunstweh und ich dachte mir, Ihnen geht es vielleicht ähnlich wie mir.
Und deswegen habe ich Ihnen heute ein ganz besonderes Kunstwerk mitgebracht. Liebes Publikum, Sie sehen die Stühle. Ein durchaus hochkomplexes Kunstwerk von unglaublicher Raffinesse und gespickt mit vielen kleinen Überraschungen. Betrachten Sie nur einmal diese Komposition, diese unglaubliche Weite, eine ausgeglichene Harmonie. Kein einziges Teil bricht aus der Gesamtkomposition hervor. Und dann diese Sanftheit, hervorgerufen durch diesen samtigen Stoff und auch unterstrichen durch dieses wunderschöne Bordeaux-Rot. Es ist so kuschelig, man möchte sich glatt hineinwerfen. Und dann die ganzen kleinen aufregenden Überraschungen. Wie Sie sehen, hier und hier und hier und hier und hier die kleinen schwarzen Quadrate mit den kleinen silbernen Ziffern. Einfach total aufregend. Mein großes, großes Lob an die Künstlerinnen und Künstler für dieses Werk. Es ist eine unglaubliche Kunst. Und wäre es nicht total fantastisch, hätten wir hier noch viel mehr solcher Orte, wo sowas möglich ist? Orte für Kunst und Kultur, für Theater und Tanz, für Musik und Malerei und alles, was irgendwie kreativ ist und was Visionen schafft. Und wo man nichts mitbringen muss, außer sich selbst und wo alle so sein können, wie sie sind. Und wo man auch nichts leisten muss, um überhaupt erstmal dazuzugehören. So ein Ort. Ich wünsche mir ein großes Grundstück für ein Zirkuszentrum mit großen, bunten Zirkuszelten und vielen kleinen Bauwagen und ein Café, von dem aus es immer nach Kuchen duftet und ein Atelier mit Tausenden von Farben. Wir bräuchten eine Werkstatt, in der man ganz viele Dinge reparieren kann und in der neue Dinge geschaffen werden können. Und eine Bühne für den Tanz und das Theater und die Kunst, die Malerei, Gesang und Sprache. Und einen großen Platz für ein Lagerfeuer, an dem man abends mit den ganzen Menschen, die sich hier zusammenfinden, zusammensitzen kann. So ein Ort, an dem das alles möglich ist, den wünsche ich mir hier. Sauerland bedeutet für mich mein Zuhause in tiefer Verbundenheit mit der Natur. Sauerland bedeutet für mich ein Leben in Aktivität und Entspannung. Unabhängig von der Jahreszeit liebe ich die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten im Sauerland, in der Natur, Wandern, Schwimmen, Langlauf. Aber mein absoluter Sommerfavorit sind die Tretbecken. Da kann man wirklich seine eigene Kneippkur und Tour planen und das nutze ich sehr, sehr gerne. In einer abwechslungsreichen Natur mit einem guten kulturellen Angebot. Unbeschwerte Sommerstunden am Hennesee und am Möhnesee. Hier bin ich aufgewachsen mit Hasenbütterkes und Rinderpümmel, habe Lebensweisheiten gelernt, wie was de Buhr nicht kennt, der frierte nicht. Sauerland mit schwarzen Dächern und entsprechender politischer Gesinnung als Aufforderung von für Rot und Grün. Und habe Hüstener Kirmes gefeiert als Höhepunkt des Jahres. Der Mensch, der trinkt. Es säuft das Pferd. Im Sauerland ist es umgekehrt. Heimat. Taka, ta, taka, ta, taka, ta, taka, ta, taka, ta, taka, ta, taka. Viele Geschichten erzählen all die Fichten, wenn ich morgens durch die Wälder laufe.
Ja, der Wald ist zwar schon alt und das Klima setzt sich an. Doch in der Ruhe find ich Halt und die Luft ist purer Genuss. Ja, hier vergisst man all den Stuss, den man zum Leben gar nicht braucht. Hier lädt sich wie von selbst der Akku wieder auf, oh yeah. Die Menschen sind zwar manchmal etwas schroff, doch tief in ihrem Herzen sind sie eigentlich ganz lieb. Das weiß sogar die Crew von Zoff. Zoff? Dessen Sänger unsere Herzen stahl. Dieser Dieb. Ich bin schon weit gereist, hab mich auf den Weg gemacht, hab die halbe Welt umkreist und letztlich wieder nur an dich gedacht. O Sauerland, du raubst mir den Verstand, kann mich nicht satt sehen an deinen Bergen, deinen Seen. Mein Herz wird hier nie und nimmer, niemals fortgehen. Deine Söhne schwimmen in der Möhne und deine Töchter selbstverständlich auch. Irish Folk in der Balver Höhle. Genau, was ich jetzt brauch. Auf der Soppe ist auch alles Knorkel, auch wenn sie manchmal in Flammen steht. Das ist ja der Grund, warum man dann zusammen einen geht. O Sauerland, du raubst mir den Verstand, kann mich nicht satt sehen an deinen Bergen, deinen Seen. Und ich hoffe, du kannst verstehen, mein Herz wird hier nie und nimmer, niemals fortgehen. O Sauerland, du raubst mir den Verstand, kann mich nicht erziehen an deinen Bergen, deinen Seen. Hey, hey! Und ich hoffe, du kannst verstehen, ich hoffe, du kannst verstehen, mein Herz wird hier nie und nimmer, niemals fortgehen. Wenn ich am Ruhradweg entlang laufe, sehe ich nur Müll und Hundescheiße. Müll und Hundescheiße. Was denken sich eigentlich diese Hundebesitzer, wer sie sind? Wenn ich in der Natur gehe, dann möchte ich sie genießen. Die Natur genießen. Und da haben doch Müll und Hundescheiße nichts zu suchen. Nichts zu suchen. Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün und lass uns an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchten wir so gerne ein Veilchen wiedersehen? Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen. Zwar Wintertage haben wohl auch der Freuden viel,
treibt manch Abendspiel, baut Häuserchen von Karten, spielt blinde Kuh und Wand. Auch gibt's wohl Schlittenfahrten aufs liebe freie Land. Doch wenn die Vöglein singen und wir dann froh und flink auf grünem Rasen springen, das ist ein Anderding. Jetzt muss mein Steckenpferdchen dort in dem
Das Sauerland ist für mich seit mittlerweile mehr als 3 Jahrzehnten zur zweiten Heimat geworden. Hier habe ich eine Familie gegründet. Hier konnten meine Kinder mit viel Freiraum und behütet aufwachsen. Obwohl ich im Sauerland auf die Vorzüge einer Großstadt verzichten muss, finde ich hier immer wieder Betätigungsfelder, die mich bereichern. Und ich finde außergewöhnliche und faszinierende Menschen. Das Sauerland heißt für mich, dass meine Kinder hier Skifahren gelernt haben, obwohl ich gar nicht hier wohne, sondern einmal im Jahr wirklich nur zu meiner Freundin zu Besuch komme. Und das bedeutet für mich das Sauerland. Sauerland ist für mich die Heimat und die Energiequelle. Wann immer ich im Sauerland bin, hole ich mir die Kraft und die Kreativität, die ich brauche. Das Sauerland bedeutet für mich idyllische Natur, die mich manche alte Wunde langsam vergessen ließ. Es bedeutet für mich liebevolle Mitmenschen, die mir helfen, mit neuen Herausforderungen umzugehen. Es bedeutet für mich eine Kulturlandschaft, in der ich meine Liebe zum Tanz wiederentdecken durfte. Und es bedeutet für mich ein Zuhause, in dem ich mit meiner kleinen Familie endlich ankommen konnte. Seit 10 Jahren meine neue Heimat und die ich sehr zu schätzen gelernt habe mit der wunderschönen Natur und den lieben Menschen, die ich kennenlernen durfte. Was der Sauerland für mich bedeutet, ganz einfach der Ort, wo ich bis am Ende meines Lebens bleiben will.
Heute war ein stressiger Tag und mein Körper verlangt nach Ruhe. Daher entscheide ich mich, noch einen kleinen Abendspaziergang zu machen. Ich ziehe meine Wanderschuhe an und mache mich auf den Weg. Einmal noch muss ich die lärmende, stark befahrene Straße überqueren. Dann erreiche ich den schönen Ruhrtalradweg. Mit jedem Schritt merke ich, wie mein Körper entspannt. Ich erreiche die erste Brücke am Wehr. Auf der gegenüberliegenden Seite spielen Kinder am Wasser. Und einige Erwachsene sitzen gemütlich beim Bier. Und es riecht nach Gegrilltem. Einzelne Radfahrer überholen mich. Ihre Räder sind mit Fahrradtaschen bepackt. Wahrscheinlich suchen sie ein Nachtquartier im Sauerland. Schritt für Schritt gehe ich weiter, genieße sichtlich die Ruhe und die Natur. Weg von allem. Bevor ich meinen Lieblingsplatz in den Bürgergärten erreiche, muss ich noch einmal über den Mühlengraben gehen. Auf der Brücke bleibe ich einige Atemzüge stehen, schaue dem fließenden Wasser nach und denke an nichts. Dann gehe ich den steilen Hügel hoch und erreiche eine Holzliege. Auf dieser mache ich es mir bequem, lehne mich entspannt zurück und schaue in den Himmel, der sich mir in strahlendem Blau zeigt. Es ist windstill und die kleinen Wolken ziehen nur langsam vorbei. Die Sonne wird gleich untergehen. Dies ist mein Lieblingsplatz in Arnsberg. Wie schön, dass ich ihn für mich entdeckt habe. Ich mache mich auf den Heimweg. Ich bin Emily, 15 Jahre alt, komme aus Arnsberg und setze mich für Fridays for Future und Greenpeace ein. 12,5 Tonnen Kohlendioxid werden jährlich pro Kopf in Deutschland produziert. Wenn wir nachfolgende Generationen und das Klima schützen wollen, muss das Ziel sein, nicht mehr als 2 Tonnen CO2 zu verbrauchen. Der von uns verursachte Ausstoß von CO2 führt nachweislich zu einer rasanten Erwärmung der Erde und der Säuregehalt der Ozeane steigt. Ich möchte etwas ändern. Es gibt so viele Radwege hier. Anstatt jede Strecke mit dem Auto zu fahren, könnten wir einfach mal das Fahrrad nehmen. Wir können beim Spaziergang Müll einsammeln, der sich auf den Wegen befindet, und Leute, die ihren Müll in die Natur entsorgen, darauf aufmerksam machen, dass es absolut verboten ist. Wir müssen laut sein für unsere Umwelt. Für meine Generation muss auch darüber aufgeklärt werden, was Umwelt- und Klimaschutz bedeutet. Mit Greta haben wir doch endlich ein Vorbild. Ein mutiges Mädchen, was vormacht, wie es gehen kann. Demos wie Fridays for Future dürfen keine Ausnahme mehr sein, sondern die Regel. Wie findet ihr, dass so viel Plastik in den Gewässern ist? Wie findet ihr, dass wir in der Schule nicht richtig aufgeklärt werden? Wie findet ihr das Klima im Sauerland? Thank you.
Wenn ich an meine Kindheit im Sauerland denke, wird mein Herz schwer. Durch eine kleine Gasse neben unserem Haus konnte ich hochlaufen bis zum Lüsenberg. So zumindest eine milchige Erinnerung. Mit 5 bin ich von zu Hause weggelaufen und bin diesen Weg ganz allein gegangen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ganz schön mutig. Aber was hätte schon passieren sollen, hier im Sauerland? Meine Nachbarin und ich stromerten durch die Gärten hinterm Haus und pflückten bei dem einen Kirschen und beim anderen Äpfel. Am Abend pulten wir uns den Dreck unter den Fingernägeln weg und ich holte heimlich eine kleine Schachtel unter meinem Bett hervor, in der ich Schnecken und Würmer sammelte und liebevoll zu Bett brachte. Am Ende des Sommers fand meine Mutter die Schleichtierleichen und ich befürchte, ich traumatisierte sie damit. Später, ich muss so 15 Jahre alt gewesen sein, hasste ich das Sauerland. Die Berge kesselten mich in meiner Freiheit ein. Ich wollte Weitblick. Aber selbst wenn ich auf den höchsten Berg kletterte, blickte ich doch wieder nur auf den nächsten Berg und das darunterliegende Tal. Kritisch denken war in der Schule nicht gern gesehen, also hielten meine Freundinnen und mich sämtliche Abi-Partys am Wochenende über Wasser. Einmal, so kurz vor meinem Schulabschluss, wurde nahe unseres Hauses eine Frau ermordet. Damit fühlte ich mich, anders als mit 5, nicht mehr ganz so sicher, alleine irgendwelche Wege zu gehen. Und das nahm mir dann mein letztes bisschen Freiheit. Direkt nach meinem Abi zog ich weg, in den Norden, dahin, wo Fahrradfahren durchaus eine Fortbewegungsmethode sein konnte, ohne dass man darüber nachdenken musste, ob der steile Berg auf dem Hin- oder Rückweg gefahren werden muss. Ich war frei, keine Berge. Entfernt mal ein paar Deiche, über die man als Sauerländerin aber spöttisch hinwegsehen konnte. Die Leute im Norden mochte ich auch. Sie setzten kein für mich nicht nachvollziehbares Woll hinter jedem Satz oder feierten Schützenfeste. Und doch war jeder Besuch hier im Sauerland ein Nachhausekommen. Die Autobahnausfahrt 45 läutete das Nachhausekommen ein. Die Bahn verläuft leicht abschüssig und man rast an Bäumen und an dem Neheimer Dom vorbei. Und regelmäßig spüre ich mein kleines, wütendes, 15-jähriges Ich. Es rebelliert und weigert sich, hier auch nur einen weiteren Tag zu leben. Noch immer kommt der Bus nur einmal in der Stunde. Noch immer ist man hier eine sonderbare Person, wenn man Schützenfest feiern oder Bier trinken verweigert. Und wenn man optisch nicht so aussieht, wie das traditionelle Sauerland es verlangt, passt es hier auch niemandem. Warum also hier bleiben? Ich weiß es nicht. Gerne würde ich jetzt mit einem schlauen Fazit kommen, mit der einen und großen Erklärung und Liebesbekundung, warum es sich lohnt, hier zu leben. Für mich gibt es diese nicht. Es bleibt eben ein Gefühl. Die Schnecken und Würmer in meinem Vorgarten, die ich immer noch gerne heimlich über meine Hand kriechen lasse, der Geruch von Gülle und der Ausblick auf den immer
wieder nächsten Berg. Das Sauerland bedeutet für mich Wandern oder Radeln über die Berge, um die Berge, durch die Wälder, um die Seen. Das ist ein bisschen ein Stück Freiheit für mich. Und auf der anderen Seite finde ich es manchmal auch ein bisschen eng. Es ist für mich ein Rückzugsort. Es ist aber ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite gibt es Ruhe, die mir Frieden gibt. Aber diese Ruhe kann auch Stille sein, die mich auffrisst. Ja, das Sauerland, das ist etwas, was ich immer so ein bisschen auch öde fand, aber etwas, das mir auch immer ein bisschen so die Ruhe gebracht hat, immer gerne wieder zurückgekommen, auch wenn man mal woanders gewohnt hat oder so. Ja, es ist ein Ort, ein ganz besonderer Ort. Die Menschen hier, die sollte man natürlich auch beschreiben, irgendwo schroff, aber immer liebenswert, hilfsbereit und ja, das Sauerland ist für mich Heimat. Möchtest du mehr darüber erfahren? Nee, das kann ich mir schon vorstellen. Im Sauerland habe ich das Gefühl, nicht richtig zu sein. Wäre ich zu Haus geblieben, wohnte ich in meinem eigenen weiß verklinkertem Grab. Mit Gartenzaun und grünen Wiesen winkte ich Vereinsmitgliedern aus der Nachbarschaft. Wäre ich zu Haus geblieben, hätte ich einen grundsoliden Albtraum, 9 to 5. Jeden Tag im firmeneigenen Leichenwagen runterjagen, jeden Tag die gleichen Arschgesichter. Monotonie, ta-tu-ta-ta, hört man hier nie. Poetie, ta-tu-ta-ta. Geblieben, schlief ich in meinem teuren, weiß lackierten Boxspringsaal. Am dritten Tag ich auferstand, voll bis hinten an die Wand. Bratwurst, bitte, bitte hol mich zurück. Vogelwiesen, Bierchen stand, alle außer Rand und Band. Und hier das rauchende Gewehr in meiner Hand. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ich könnte kotzen, wenn ich sehe, dass viele Leute ihren Müll nicht in den Mülleimer schmeißen. Sauerland bedeutet, hier hingekommen, um Arbeit zu suchen, festen Job gewonnen und gute Freunde, die beste Zeit meines Lebens verbracht, oder die geilste Zeit.
Neheims echter geworden. Mit Vereinen, Singen, Fahrradfahren und Kunstwerk eine kreative Zeit gehabt. Hier werde ich wahrscheinlich auch sterben, wenn man da nichts dazwischen kommt. Mann, diese Martinez machen mich Oppe, ey. Oppe. Okay, das Sauerland hat aber auch schöne Wörter, wa? Das heißt Woll. Nein, das heißt Wo. Es heißt Woll, Silas. Man kann aber auch Wo sagen. Also in Balve sagt man Wo. Hm. Jedenfalls, was ich meine, ist doch, Füße sind Mauken, Beine sind Schochen und die Kinder, die nennt man hier ganz liebevoll Blagen. Das ist bei uns auch so. Ah, boah, ich hab jetzt Bock auf eine Knifte mit Wurst. Ein bisschen Hunger. Da hättest du dir was einpacken müssen, du alter Bollerkopf. Bollerkopf? Auch ein gutes Wort. Was genau heißt denn das eigentlich? Du lauter ungehobelter Zeitgenosse. Ja, zugegeben, wenn ich heute Morgen nicht so groggy gewesen wäre, dann hätte ich mir auch noch eine Knifte geschmiert. Ach, ich lade gleich einen Heiermann, dann kaufst du dir eine. Einen Heiermann? Ein Fünfer. Ey, sag mal, sehe ich etwa aus wie ein Schlunz oder was? Später willst du mich noch betuppen. Was? Nee, das machen wir nicht. Ich dich betrügen? Ist doch killefit, als ob ich so eine Ette wäre. Nee, hast ja recht. Echte Freundinnen machen sowas nicht. Sag mal, wo kommst du eigentlich weg? Aus der Walachei. Ja, bestimmt irgendwo mitten aus dem Nichts oder was, ne? Aber jetzt bist du ja hier im schönen Sauerland. Verdorre sie das nochmal. Sag mal, bist du immer noch strunkelig von gestern oder was? Strunkelig? Das ist überhaupt gar kein Ausdruck. Ich war stramm wie eine Haubitze. Ja, strunkelig, gleich angetrunken und stramm gleich richtig besoffen. Der Sauerländer trinkt wenig. Dafür oft und dann viel. Das erklärt auf jeden Fall, warum du heute so Oppe bist. Ach, weißt du was, das ist mir Schnurzpiepe. Ich bin nur noch ein bisschen lunterig von gestern, aber gleich werde ich schon wieder wach. Deshalb brauchst du mich noch lange nicht so anzubölken, du alter Schreihals. Ist ja gut. Bömske? Das ist meine Lieblingssorte. Die gab es früher mal bei meiner Oma. Ja, genau. Weißt du was? Du bist in Ordnung. So ein richtiger Polbürger. Oh, ein Polbürger ist jemand, der schon seit Generationen mit seiner Familie an einem Ort lebt. Hm. Na, aber mal was ganz anderes, ne? Ich wusste gar nicht, dass du so eine Graupe bist. Was soll das denn heißen? Ja. Ich habe mir gestern das Spiel von deiner Fußballmannschaft angeguckt und da konnte ich mich ja nur beömmeln. Das ist ja lachhaft, wie schlecht ihr seid. Als ob du mehr Fofo und Bums hättest. Du läufst doch gleich einen Knoten in deine Schochen. Weißt du was? Wenn du schon mit dem Ball vor dem Tor stehst, ne? Dann mach doch nicht so ein Firlefanz, du Eumel. Da muss man draufziehen mit Schmackes. Ach, halt die Gosche, du alter Kalberkopf. Hör mal! Was ist überhaupt ein Kalberkopf? Ein Quatschkopf, der nichts ernst nimmt. Ja, dann bist du aber auch ein alter Knutterkopf. Das ist nämlich jemand, der sich ständig unzufrieden gibt. So sieht's nämlich aus, ey. Mann.
Was ist denn jetzt überhaupt mit Futtern? Ich habe immer noch Schmacht. Ich habe noch ein paar Pfannkuchen zu Hause, wenn du willst. Pfannkuchen? Ich will doch jetzt keinen Pfannkuchen essen. Ich brauche was Deftiges. Ein Bremsklotz oder so. Eine schöne, saftige Frikadelle. Du bist so ein Schnaggel. Stimmt. Ja, dann suchen wir uns jetzt eine Spelunke, wo wir dich satt kriegen, du alter Schmachtlappen. Ja, okay. Komm, dann lass uns fahren. Mit meiner Nuckelpinne. Los geht's. Ja? Dein Auto? Ja, ja, klar. Mit meinem Auto. Auf mein Auto kann man sich genauso verlassen wie auf die Stimmung im Sauerland. Komm, wir fahren.
Wie viele Geschichten erzählen all die Fichten, wenn ich morgens durch die Wälder lauf? Ja, der Wald ist zwar schon alt und das Klima setzt ihm zu, doch in der Ruhe find ich Halt und die Luft ist purer Genuss. Ja, hier vergisst man all den Stuss, den man zum Leben gar nicht braucht. Hier lädt sich wie von selbst der Akku wieder auf. Oh yeah, die Menschen sind zwar manchmal etwas schroff, doch tief in ihrem Herzen sind sie eigentlich ganz lieb. Das weiß sogar die Crew von Zoff, deren Sänger unsere Herzen stahl, dieser Dieb. Ich bin schon weit gereist, hab mich auf den Weg gemacht, hab die halbe Welt umkreist und letztlich wieder nur an dich gedacht. Oh Sauerland, du raubst mir den Verstand. Kann mich nichts erzählen an deinen Bergen, deinen Seen. Hey, hey. Und ich hoffe, du kannst verstehen. Mein Herz wird hier nie und nimmer, niemals fortgehen. Schwimmen in der Möhne. Und deine Töchter selbstverständlich auch. Irish Folk in der Balver Höhle ist genau, was ich jetzt brauch. Auf der Soppe ist auch alles Knorke, auch wenn sie manchmal in Flammen steht. Das ist ja der Grund, warum man dann zusammen einen hebt. Oh Sauerland, du raubst mir den Verstand. Kann mich nichts erziehen an deinen Bergen, deinen Seen. Hey, hey. Und ich hoffe, du kannst verstehen. Mein Herz wird hier nie und nimmer, niemals fortgehen. Oh Sauerland, du raubst mir den Verstand.
kann mich nicht satt sehen an deinen Bergen, deinen Seen. Hey, hey, und ich hoffe, du kannst verstehen. Ich hoffe, du kannst verstehen. Mein Herz wird dir nie und nimmer, nie und nimmer, niemals Das Sauerland ist in jeder Hinsicht vielfältig. Meine Tochter wird in dieser Region groß und ich bin mir sicher, dass sie diese Möglichkeiten, die das Sauerland bietet, nutzen wird. Und deshalb ist das Sauerland wichtig für mich. War das jetzt Deutsch? Ich weiß es nicht. Ich fand das sehr gut. Okay. Warte, ich muss eben noch was überlegen. Sauerland bedeutet für mich Ruhe und Entspannung. Das Sauerland bedeutet für mich viel Geschichte und Natur. Sauerland bedeutet für mich, eine wunderschöne und vertraute Landschaft seit meiner Geburt mein Zuhause nennen zu dürfen. Mein Lieblingsort im Sauerland ist die Kulturschmiede in Arnsberg. You give me butterfly, let me fly in so high in the sky, I can't control these. Butterfly. Sauerland? Land der Quellen. Wellenbewegung in der ganzen Landschaft. Ich bin im Sauerland geboren, wohne aber mittlerweile im Ruhrgebiet und in meiner Jugend war das Sauerland für mich eher anödend, aber mittlerweile, wo man älter wird, wird das Sauerland tatsächlich immer interessanter, auch als potenzieller Wohnort. Ja, Sauerland, das finde ich einfach nur geil.